Hallo Leute, euer Finanzgoblin hier. Ja, heute möchte ich mit euch einmal über die Währungsattacke auf Luna sprechen, die gerade stattfindet. Und ich möchte euch sagen, warum es wichtig ist, in solchen Situationen immer einen klaren Kopf zu behalten und ja, wie man damit umgeht und das Ganze arbitragieren kann. Genau, also der Weg, über den ich jetzt schon einmal Arbitrage durchgeführt habe, ist, dass ich mir einfach Cosmos gekauft habe. Ich springe einfach direkt rein, weil es einfach eine einmalige Gelegenheit ist. Mir Cosmos gekauft habe, also Atom gekauft habe. Ich habe Atom dann rüber gebridged zu Osmosis, also zuerst auf die Cosmos Blockchain, dann habe ich das Ganze auf Osmosis deposited. Habe dann die Atom verkauft für UST. So, ganz normal. Und habe dann die UST über das IBC-Protokoll rübergeschickt zu Luna. Also hier. Und dann kann man halt die kann man seine UST-Token burnen für Luna und kann Luna wieder zurückschicken. Und damit kann man dann gerade im Moment ja knapp 5% Arbitrage machen. Also das Delta zwischen also 95 Cent zu 1 Dollar. Und das geht so lange, wie der Luna-Preis über 0 ist. Das heißt, happy arbitraging, guys. Einfach mal ein schnelles Update-Video. Also noch einmal kurz zur Zusammenfassung: Der Weg, über den ich gegangen bin, keine Finanzberatung, wie immer, weil das hier ist gerade giga-risky Shit. Cosmos auf die Cosmos Blockchain, also Atom auf die Cosmos Blockchain, dann Atom auf Osmosis deposited, Atom verkauft für UST, UST rübergeschickt zu Luna. UST geburnt für Luna, Luna zurück auf Binance geschickt, Luna verkauft, Profit. Und dafür kann man dann wieder Cosmos kaufen. Und dann kann man das Ganze loopen. Und das macht man so lange, bis entweder UST auf einem Dollar ist oder Luna auf null. So, das sind die beiden Optionen. Ja, keine Finanzberatung, wilder Shit. Bis dann.